Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, ist es schon wieder sehr früh am Morgen. Es ist wieder kurz nach der 5 Uhr. Ich bin auf dem Weg zur Linn. Wir werden ungefähr wieder die gleiche Zeit losfahren wie letzte Woche. Diese Woche gegangen ich an Konkur in Kinesrüthi. Das ist im Berner Oberland. Und ich werde zwei Prüfungen FM3 starten. Bis Anfang der Woche war ich noch alleine in der Prüfung und mittlerweile sind es 6 Starte. Und ja, ich hoffe, dass der Lemmy so weiterläuft wie eigentlich die ganze Saison und vor allem auch, wenn er in Schwarzenburg gegangen ist, damit wir so eine Klassierung mindestens heimnehmen können. Weil das zählt dann auch schon für nächstes Jahr, also für ein Freibi-Final 2020, wo ich wiederum 4 Klassierungen brauche, um mich zu qualifizieren. Und wenn ich heute schon eine holen könnte, dann müsste ich nächstes Jahr nur noch 3 holen und nicht mehr 4. Kinesrüthi ist ein Turnier, wo ich schon sehr, sehr lange hergehe. Also schon, als ich liebe, war meine Mutter immer dort richten. Und ich bin eigentlich immer mitgegangen. Und seit, also mit der Marina und dem Rosfall bin ich eigentlich nie dort gestartet. Mein Vater war, glaube ich, einig. Aber jetzt mit dem Lemmy starte ich eigentlich seit 2015 jedes Jahr dort. Wir sind zwar nicht immer sehr erfolgreich, aber ich finde es ein sehr schönes Turnier. Und ich finde es schade, dass dort eigentlich nur so wenig starten, weil in der FM1 sind 8 Startende, in der FM2 11. Und ansonsten in der BR90 sind nicht wirklich viel und auch im Günsch haben sie nur 20. Aber ich gehe gleich jedes Jahr dorthin, weil ich finde es mega schön. Und es ist auch immer gut organisiert und eben, ich finde es ein bisschen schade, dass eigentlich solche Konkurse fast keine Startenden mehr haben. Zum ersten Umgang. Wie gesagt, ich bin 2 Prüfungen FM3 geritten. Hier sehen wir die erste Prüfung, die nach allem zeitmässig war, mit 10 Hindernissen und einem Doppel. Ich bin hier melden. Dann hat es auch schon ziemlich bald einmal geläutet. Ich habe ihn zurückgerichtet, kurz getätschelt, angaloppiert. Ich habe probiert, gerade wirklich schön Schwung zu bekommen, dass er schön vorwärts läuft, wo er ja auf 90 cm gleich ein bisschen mehr Schwung braucht als über 80 im Windjump. Hier zu 1 hat er mir schon schön gross abgesprungen genommen. Dann ist die Broche weitergegangen, auf 2 hat er mir wieder einen grossen Satz genommen. Hier auf den linken Hang weiter, schön flüssig zum 3. Ist mir auch wieder ganz gut gegangen. Dann aufs 4. Hat er kurz noch einen reingemacht, ist drunter gelaufen. Dann habe ich probiert, wieder schön Schwung aufzunehmen. Hier vorne auf 5AB. Ist immer klein gross rein und dadurch musste er dann 2 Galoppsprünge rein machen. Ich bin verunsichert, bin hier weiter auf 6.
wo er schön passend zugekommen ist und gesprungen ist. Dann habe ich hier die Zipni, hat er gut genommen. Ist es links weitergegangen, hing dort am Rand dann das 8. Hat er mir auch wieder ganz schön genommen. Hier aufs 9. ist er mir wieder ziemlich gross abgesprungen. Dann ist hier noch hinten durchgegangen. Schlussendlich dann auf den letzten Sprung aufs 10. Ich bin sehr glücklich mit dieser Runde, weil er ist wirklich sehr, sehr gut gegangen. Er ist schön vorwärts gelaufen, ist eigentlich im Doppel, ja, ist er drunter gelaufen und vorher aufs 4. Einmal, aber sonst ist er eigentlich immer entweder passend oder sogar gross abgesprungen und ja, immer schön im Fluss können sein. Leider hat er die schöne Runde nicht gelangt. Ich war rund 4 Sekunden zu langsam für eine Klassierung und somit erst nicht klassiert gewesen. Ich habe mich noch gefreut, dass ich trotzdem noch so eine Art Rostpreis abholen konnte, nämlich einen Gutschein. Aber ja, klar, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn man also eine Klassierung hätte holen können. Ja, da es ja für uns keine Siegerehrung gab, geht es dann auch direkt weiter mit dem zweiten Umgang. Das war dann ein Zwei-Phasen-Springen. Und der Lemmy ist eigentlich auf dem Abiplatz wieder sehr gut gegangen. Was man muss bedenken muss, ist, dass es an diesem Tag, vor allem im zweiten Umgang, wieder sehr, sehr heiß war. Und vorher war es die ganze Woche eher nur kühl gewesen. Ich wollte jetzt nicht dem die Schuld geben, aber das muss man einfach auch beachten, dass es gerade wirklich ziemlich heiß war. Und dann hat es auch schon wieder geläutet, kaum bin ich vor der Jury gewesen. Und dann habe ich mich von dem so ein bisschen stressen und bin dann zu beiden, wo hier gerade, wo ich jetzt gerade dran vorbeireite, bin ich leider nicht gerade zeigen, was uns dann später zum Verhängnis soll werden. Ich habe dann hier links oben aufs Eis angefangen, hat mir wieder ganz gut genommen. Ist auch wirklich schön im Fluss weitergegangen. Wie gesagt, wirklich wie er schön vorwärts galoppiert. Hier aufs 2 ist er aber kurz drunter gelaufen. Er hat dann schön probiert vorzureiten. Und ist dann auch ganz gut aufgegangen aufs 3. Dann sind wir hier rechts rumgekommen. Aufs 4. Hat er mir auch schön genommen. Und dann hier kommt eben das Bein. Hat er mir kurz ganz wenig reingeschaut. Und dann ist die Stange gefallen. Also man sieht es hier auf dem Video gar nicht. Aber dort ist leider eine Stange gefallen. Aber er probiert noch eine schöne Runde fertig zu sein. Er hat dort aussen wirklich schön gezogen. Er ist hier ein bisschen dicht gekommen, aber hat dann schön weitergezogen für aufs Tippni. Und dann kommt noch der Doppel als 8. Wo er irgendwie wieder eine Meter gemacht hat. Und dort habe ich jetzt nicht so genau eingesehen, wieso dass er dort noch einen machen musste. Nach mir hat es eigentlich schön so rauslängen, aber meine Trainerin sagt immer, ich soll mir nicht zu viel Gedanken machen. Das ist mehr so eine eigene Art von ihm und habe eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie nicht gut reinkomme. Ja, mit diesem Fehler hat es leider wieder nicht gelangt für eine Klassierung. Diesmal waren wir zwei daneben gewesen. Also, eigentlich bin ich sehr, sehr zufrieden, so wie er halt gegangen ist. Aber ich finde es irgendwie mega schade, halt auch für ihn, dass es dann nicht für eine Klassierung gelangt hat, aber ja, wir können ja nicht immer klassiert sein und deswegen hoffen wir, dass es beim nächsten Mal dann wieder besser geht. Und ich bin einfach glücklich, ist er halt im ersten Umgang 0 gelaufen und ich hoffe, dass der auch im FM-Finale, der schon bald ist, auch endlich eine 0-Runde wird, wo bis jetzt habe ich dort jedes Jahr einen Fehler gehabt.